Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute reden wir über die Map. Und zwar die Map, die ich benutze. Also früher gab es sehr, sehr oft diesen Kommentar, welche Map benutze ich. Für alle, die neu sind. Pokémap Muck. Nur exklusiv für München. Also es schreiben auch sehr viele, die funktioniert nicht bei mir. Das liegt daran, dass es nur in München funktioniert. Und der Link dazu und alle Informationen stehen auch in jedem Video in der Videobeschreibung. Und ihr wisst, seit längerer Zeit, Niantic unternimmt mehrere Sachen gegen die Map. Und wir haben die auch schon lange nicht mehr so intensiv benutzt. Ab und zu mal nur ein bisschen. Dementsprechend die Fragen und die Kommentare zu der Map auch gesunken. Und ihr wisst, Philipp, auch ein bekannter, guter Kollege, mit dem wir auch ein paar Sachen unternehmen. Ab und zu ein paar Nester abchecken und sowas. Und ich hatte mich echt damit abgefunden, dass die Map nicht mehr funktionieren wird. Also ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Aber ich habe mich echt damit abgefunden. Ich habe auch ab und zu mal mit Philipp geredet und er war echt nicht mehr so motiviert. Kann man verstehen. Ist echt eine Menge Arbeit. Echt viel Arbeit, harte Arbeit, die echt sehr oft nicht gewürdigt wird, nicht geschätzt wird. Wenn sie läuft, dann läuft sie halt. Das ist das, was er machen soll. Und wenn sie nicht läuft, dann beschweren sich halt alle. Was halt sehr traurig ist, weil das echt eine klasse Arbeit von ihm ist. Eine klasse Leistung. Und ohne ihn hätte die ganze Stadt keine Map. Was aber auch eigentlich ein Sorgenpunkt von mir ist. Philipp ist ein Mann. Und wenn es den nicht mehr gibt, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn er keinen Bock mehr hat oder so, dann haben wir absolut gar keine Map mehr. Aber wie gesagt, in der letzten Zeit echt kaum die Map benutzt. Wieso quatsche ich jetzt über die Map? Weil die Map jetzt wieder funktioniert. Einigermaßen. Philipp hat da ein paar Sachen geändert. Ich habe ein paar Zuschauer aus der Schweiz und bei denen hat die Map die ganze Zeit funktioniert. Das war kein Problem. Habe ich mal Philipp auch darauf angesprochen, wieso das bei denen so gut funktioniert und bei uns so Probleme gibt. Und anscheinend haben die irgendein anderes System. Und Philipp ist jetzt auf das andere System umgestiegen und momentan läuft's. Gestern ging es, glaube ich, jetzt richtig los. Und direkt gestern, zwei Inkognitos sind gekommen, ein Despoter. Okay, Despoter momentan jetzt nicht mehr so interessant, wegen den ganzen Despoter Raids. Aber ein wildes Despoter immer saftig. Und früher wären wir dafür auf jeden Fall hingefahren. Das hatte sogar über 80%, also schlecht war der nicht. Ein Amphorus zum Beispiel kam auch. Also echt paar gute Sachen, seitdem die Map wieder läuft. Also möglicherweise demnächst wieder Scanner-Touren. Mal schauen, ob das stabil bleiben wird, ob er das hinbekommt, dass es echt für eine längere Zeit läuft, ohne Probleme. Und momentan ist das Gebiet auch sehr, sehr klein. Es geht, also es ist kleiner als sonst. Aber ich glaube auch, das war eines der größeren Probleme, dass die Map einfach zu groß geworden ist. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall krasse Leistung von Philipp wieder mal. Und es gibt auch ein paar neue Sachen, ein paar neue Features, über die werden wir jetzt reden. So, ich habe bereits schon mehrere Videos zu der Map gedreht. Könnt ihr nochmal abchecken. Werde ich wahrscheinlich nochmal verlinken. Auch wie das Ganze mit dem WhatsApp-Chat funktioniert. Da fragen, also das ist auch eine der meistgestellten Fragen, wie das funktioniert, wie ich die Benachrichtigung bekomme, wo die alle sind. Das habe ich auch in dem Video bereits erklärt. Schaut euch das an, falls euch das interessiert. Wie gesagt, also Pokémon können wir uns kurz mal anschauen. Blende ich jetzt hier ein. Aber dazu habe ich eigentlich schon genug gesagt. Da könnt ihr sehen, wo das Gebiet aufhört und wo es anfängt. Bis zu mir kommt es leider nicht mehr. Aber das ist erstmal kein Problem, solange die Map läuft, kann ich gerne darauf verzichten. So, das muss jetzt erstmal laden. Könnt ihr auch sehen, was für eine Form es hat. Richtiges Hexagon ist es. So, müsste reichen. So könnt ihr die Form sehen, welche Gebiete gescannt werden. Schauen wir mal, ich weiß nicht, wie das mit den Shadowbands und so läuft, ob alle seltenen Pokémon erfasst werden. Weil der Chat läuft zwar momentan wieder, aber ist auf jeden Fall weniger als davor. Liegt wahrscheinlich auch an dem Gebiet, weil es kleiner ist, aber ich weiß auch noch nicht, ob wieder wie damals 100% von den seltenen Pokémon von den Rare Spawns erfasst werden. Seitdem hat sich natürlich auch vieles geändert, das Meta hat sich geändert. Ein paar Sachen sind interessanter geworden, ein paar Sachen sind uninteressanter geworden. Zum Beispiel so Marshak und Machomai. Machomai auf jeden Fall müsste in den Rare Spawn Chat rein. Für mich persönlich auch sowas wie Donphan, Funfy, Vati und Voltilam. Das sind Sachen, an denen habe ich momentan jetzt Interesse, davor nicht. Aber der Chat ist eh eine extra Funktion. Muss nicht unbedingt sein, solange das auf der Map angezeigt wird. Mein Gott, jetzt hängt das ein bisschen, weil zu viel ist. Muss ich erstmal wieder reinzoomen. Pikachus werden auch gescannt. Da könnt ihr alle sehen, haben momentan auch eine coole Mütze auf, mit die Cap. Avis von denen werden nicht gescannt. Und da haben mich auch ein paar gefragt, wieso nicht die IVs angezeigt werden.
weil das ein großes Problem ist, das momentan nicht läuft. Und selbst wenn, es wurden davor nicht alle IVs gescannt. Das ist praktisch gar nicht möglich, von allen Pokémon die IVs zu scannen. Es werden nur von sehr bestimmten Pokémon die IVs gescannt, also... So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, solange das hier hängt. So, jetzt geht's wieder. Ich schalte die Pokémon erstmal ab. Weil das macht das echt alles langsam. Dann schalte die Arenen ein. Weil da gibt's neue Sachen. Ein neues Feature, was echt cool ist. Für die meisten, also ich brauch's eher nicht, weil... Ich mache eh nur einen Raid am Tag. Und für den würde ich echt nicht weit fahren, also... Ich mache echt nur die, die ich hier in der Umgebung sehe. Mit der Gruppe. Ich brauche die Map so für die Raids und für die Arenen erstmal nicht, aber ist eine gute Option. Davor haben die meisten Gym Hunter benutzt. Es wollten auch viele, dass ich dazu zu Gym Hunter ein Video mache. Aber wie gesagt, ich habe es echt nicht benutzt. Oder sehr, sehr wenig, weil ich mache echt nur einen Raid am Tag. Manchmal zwei, wenn ich am Tag davor keinen gemacht habe. Aber hier könnt ihr sehen, für alle, die sich dafür interessieren. So sieht ein Raid aus, wenn er geschlüpft ist. Raid 13.24 bis 14.24, sprich noch 13 Minuten. Da stehen sogar die Attacken, Tiefschlag, Spukball. Also da steht echt alles, echt interessant. Vor allem für die, so wie mich, die alle drei Raids solo machen wollen. Da spielen die Attacken auch eine Rolle. Ich habe jetzt zum Beispiel zweimal Akani mit der Donner-Charge-Attacke bekommen. Was meiner Meinung nach, glaube ich, die schwierigste ist. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Dann könnt ihr hier... Also ihr seht, die Pokémon sehen anders aus. Kann man nicht verwechseln mit einem wilden Pokémon. Das ist zum Beispiel, sieht man ganz klar, ist kein wildes Gengar. Vor allem wenn man draufklickt, dann sieht man es eh. Aber hier könnt ihr auch die Eier sehen, verschiedene Farben, verschiedene Stufen. Zum Beispiel ganz gelb ist Level 4, dann dieses hellgelbe oder was das auch sein soll. Lila, da steht auch Level 4. Ah ne, die Arena ist Level 4. Aber der Raid ist Level 2. Okay, jetzt habe ich's. Und wo ist die dritte Farbe? Hier so rosa. Level 1. Dann könnt ihr hier sehen. Carpador Raid. Blitzer Raid. Und die Arenen wurden auch geupdatet. Also hier kann man sehen. 5 Plätze. Ein Platz wäre noch frei. Hier 6 voll. 6 voll. Also fast alles so wie früher. Arenen werden angezeigt. Aquana Raid hier zum Beispiel. Level 1, 5 Plätze frei theoretisch. Schauen wir mal, ob die Map zurückkommt. Es sieht gut aus. Mal schauen. Die Frage ist, ob das so bleiben kann, ob das sich alles stabilisiert. Aber das war's. Ganz kurzes Video, nur um euch zu zeigen, zu sagen, dass die Map wieder funktioniert und sogar neue Features hat. Für alle, die an Raids interessiert sind, checkt die ab. Und für alle, die in München sind und die Map verwenden, spendet, damit die Map zurückkommen kann, damit die Map überhaupt existieren kann. Und da muss man echt nicht viel spenden, 50 Cent, 1 Euro jeder und das summiert sich und unterstützt die Map auf jeden Fall. Für alle, die nicht aus München kommen und für die Map keine Verwendung haben, spendet trotzdem, wenn ihr sehen wollt, wie ich weiterhin Scanner-Touren mache und wie ich weiterhin coole Pokémon fange. Wie gesagt, es muss echt nicht viel sein, 50 Cent reicht, 1 Euro. Wenn jeder da ein bisschen beisteuert, dann wird die Map für eine Weile laufen, da kann ich wieder coole Videos machen. Aber wenn nicht, wie gesagt, ich habe mich damit abgefunden, wenn die Map nicht mehr weiterlaufen sollte, ist es kein Weltuntergang. So wie die Map momentan läuft oder die Richtung, in die sie laufen wird, gefällt mir aber eigentlich auch nicht wirklich. Ich bräuchte da was Spezielleres, was Eigenes für mich selber. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich bin im Gespräch mit ein paar Leuten, also schauen wir mal, ob ich da was hinbekomme. Aber wie gesagt, checkt die Map ab. Echt coole Sachen. Und ansonsten schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch eine Map habt für eure Stadt. Verwendet ihr die für Raids? Sucht ihr euch da welche aus? Benutzt ihr Gym Hunter? Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook, vergesst nicht Pokémon ist just Business.